Ich habe den Handabdruck und die Codes von Kent. Sind Sie bereit? Oh, Mann. Ohne Sie kann ich das nicht durchziehen, Carl. Ihre Freunde brauchen Sie. Ja. Gar keiner drin hier. Engelchen, Engelchen, flieg! Da wir nun Zugang zu Ilsa Herzogs, ja, Gefängnis haben, ist es nun Zeit, die gefangenen Programmierer zu befreien. Und es ist mir tatsächlich auch ein Herzensanliegen, denn ich bin selbst Programmierer. Und Programmierer sind sowieso schon in ihrem eigenen Job gefangen. Sie sollten nicht noch zusätzlich räumlich gefangen sein. Und unsere KI-Kameraden haben ein paar neue Commands gelernt. Team, bewegt euch. Nehmt eure Sachen und geht da drüben in Stellung. Find's so geil. Team, sammeln. Sammelt euch bei mir. Ist so cool. Team, stopp. Positionen halten. Team, Feuerfreigabe. Team, sammeln. Rückt zu meiner Position vor. Und für jeden Command gibt es auch nochmal ein paar weitere Varianten, wie zum Beispiel Team, geht dahin. Team, geht dahin. Geht da drüben in Stellung. Oder Team, bei mir sammeln. Team, bei mir sammeln. Sammelt euch bei mir. Die Commands, so wie ich sie eingestellt habe, sind halt nicht so wirklich geeignet für ein Let's Play eigentlich. Ich habe so eingestellt, dass es halt ein Command sein muss. Und wenn ich dann vorher was sage oder hinterher was sage, und dann wird das nicht mehr als Command erkannt. Ich könnte das umstellen, aber es sind jetzt, glaube ich, 30 Commands oder so und ich will die jetzt nicht nochmal einzeln umstellen. Pony! Einhorn! Geh weg da! Ich habe den Handabdruck und die Codes von Kent. Sind Sie bereit? Oh, Mann. Ohne Sie kann ich das nicht durchziehen, Carl. Ihre Freunde brauchen Sie. Ja, ja. Okay, ich besorge ein Transportmittel. Ihre Freunde und ich treffen Sie dann vor dem Gefängnis. Und Carl? Ja? Sie machen das schon. Jo, Carl, du machst das schon. Öffnen Sie die Tür zur Unterkunft. Was habe ich doch gerade gemacht? Ach so, zur Unterkunft der... Genau. Wo ist die? Aber vielleicht können wir uns hier ranschleichen. Ich meine, die letzten paar Folgen hat das Schleichen super geklappt. Warum nicht auch jetzt? Kein Scharfschütze da? Okay, nice. Kein Scharfschütze da, das ist schon mal gut. Wechsel auf Pistole. Ja, da drüben ist halt so nichtssagend. Oh. Vorsicht, da ist eine Flugdrohne. Ich sehe es. Feuer auf mein Kommando. Hab ich dem am Kopf vorbeigeschossen? Geht ja mal gar nicht. Ich lass den einfach liegen, komm. Ist das eine Wache? Gegner markieren. Ja. Das ist deine Wache. Alles klar, Boss. Geh Feuer frei. Oh. Bin bereit, Boss. Feuer frei. Herzog ist bereit. Ich möchte dich nicht im Dunkeln begegnen. Richtig gut. Das macht so Spaß. Leute, das macht so Spaß. Team zu mir. Man darf sich da natürlich währenddessen nicht mit der Maus umgucken. Team zu mir. Team zu mir. Bei mir neu gruppieren. Okay, schon unterwegs. Guten Tag. Hey, kein Grund zur Sorge.
Ich hoffe, Sie können mich darüber aufklären. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Super, danke. So, gehen wir da hoch oder gehen wir da hoch? Ich gehe da hoch. Ich höre jemanden husten. Er hat ein Problem. Scheiße! Es geht los! Kacke. Scheiße. So ein Mist. Der Einzige, der was mitgekriegt hat, war der, der abgehauen ist. Yay! Alles noch in Ordnung. Geil! Schauen wir doch mal, was die Drohnenaufklärung sagt. Ein Haufen Wachen. Ganzer Haufen Wachen. Scharfschützen, aber halt keine jetzt hier. Das ist gut. Die Wärmebildsicht ist halt im Hellen komplett unbrauchbar. Vielleicht nochmal mit den Synchschuss-Drohnen. Die könnten uns hier sehr behilflich sein. Nummer 1. Nummer 2. Die Wachen dürfen sich halt nicht weiter als 200 Meter entfernen. Oh Gott, diese Drohnen da. Ätzend. Auf dein Zeichen ausgeliehen. Alter, einfach die halbe Basis mit einem gut koordinierten Synchschuss lahmgelegt. Allerdings finden die gleich die Leichen, das ist nicht so gut. Wo ist der? Da. Ach da. Ach komm, den mach ich. Das war der letzte. Drohnenteile. Oder Sprengsätze. Ich weiß nicht, warum so eine Drohne Sprengsätze dabei hat, aber hey. Yeah. Ich hoffe, da ist keiner drin. Aber ich würde fast wetten, dass da auch noch Wachen drin sind. Mehr. Ihr habt keine Chance gegen uns. Moment mal. Ich werde nachsehen, was das war. Ja, guck mal nach. Okay, dann los. Was sind zwei? Mann, hier draußen ist tote Hose. Vorsicht, ich glaube, die beobachten. Oh nein. Wow. Diese. Das war's. Die haben was bemerkt. Das war knapp. Soll vielleicht doch die Nachtsicht anhaben, auch wenn es hier drin eigentlich hell ist. Ist eigentlich hell, aber doch dunkel irgendwie, ne? So, wo müssen wir hin? Oben, unten, links, rechts? Steht das da? Oben im Verwaltungsteil des Gebäudes, alles klar. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll, weil wenn so wenig passiert und ein wenig in Anführungszeichen. Ja, so wenig Action halt ist. Aber Spleichen macht so viel Spaß. Aber mein Cutter macht auch einen sehr guten Job, dass es euch hoffentlich nicht zu langweilig wird. Gar keiner drin hier. Engelchen, Engelchen, flieg! Was haben wir hier? Nix, was ich noch nicht hab. Ah, eine EMP-Granate, okay. Es wäre schön, wenn das Ding markiert werden würde, wo ich hin soll. Hacken. Oh shit. So, wo soll ich jetzt hin? Ach, da hinten. Diese Zellen hier, die erinnern mich an die Zellen in... War das Deus Ex? Ich glaube, es war Deus Ex.
Bin mir nicht mehr sicher. Mein Name ist Nomad. Ich bin hier, um Sie zu retten. Ist das ein Ausbruch? Ja. Carl Chisholm wartet draußen. Er wird Sie alle in Sicherheit bringen. Carl? Er ist hier? Ja. Jo. Jetzt kommen Sie. So, ich muss die jetzt alle rausbringen. 700 Meter weit. Alles klar. Also das ist nicht gerade draußen. So vor der Tür. So Missionen müsste es öfters geben. Solche Missionen müsste es echt öfters geben, wo man ein bisschen Action in der Welt ist. Gebt alles! Alle aufpassen! Ah, geil. Schon fast wie beim Resistance-Event. Geil. Einsteigen. Los, 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 los. Ah, Eiskaffee. Fury, entweder kommst du oder bleibst zurück. Fury. Ich kann dich auch abholen kommen. Oh, du bist gar nicht Fury. Du bist Fixit. Fixit, einsteigen. Fixit will nicht. Wieder mal. Oh, genial. Es klappt alles so genial. Das ist schon die fünfte Folge oder so, wo es so genial klappt. Das ist so richtig geil. Ich freue mich richtig. Das ist schon die fünfte Folge oder so, die ich nacheinander aufnehme. Einfach weil es so gut klappt. Es ist schon 20 vor 5 in der Nacht. Hey, Karl! Mein Opa heißt Karl. Karl tötet Menschen und er isst Hände. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Karl, das tötet Leute! Ich will keine Probleme. Was wollen Sie? Ich hab euch gerade befreit, ihr Undankbare. Oh nein. Hab zu tun. Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein. Escort. Escort-Mission. Oh nein. Aber ich weiß noch, ich habe die Mission, ich glaube, 10 Mal gemacht oder so. Schießt. Heli! Stirb! Ich kann nicht hören. Alter! Halt doch mal die Karre ruhig! Scheiße! Ich bin verletzt! Ich müsste mal aussteigen und mich heilen, bitte! Ich will nicht sterben. Ich darf aber auch nicht aussteigen, sonst fährt er ohne uns weiter. Waren das alle? Nein, da kommt, glaube ich, noch, oder? Wer schießt? Scheiße, ich bin tot. Oh, Kackdrohnen! Ernsthaft? Nice. Ohne KI-Kameraden geht das nicht. Das müssen die KI-Kameraden aber zuerst die Gegner alle töten. Scheiße! Oh, das war ja ein bisschen unfair, nur so. Alter. Ohne Fadenkreuz und so. Das ist nicht Ilsa. Das ist eine Verarsche. Das war nicht Ilsa. Jetzt kommt Ilsa. Da ist Ilsa. Ja. Ich will aber nicht sterben. Lass mich in Ruhe, ich will nicht sterben. Scheiße. Zündschuss geht nicht an. Boah, Alter. Nicht meine Warnung. Alter Schwede. Boah. Ja, weiterkämpfen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Wo ist er? Wo ist er? Da. Kacke. Lass mich in Ruhe. Ich hab
Zeit für dich. Lauf mich! Nein! Shit! Oh, Ilsa! Nein! Nicht getroffen! Shit! Getroffen! Hä? Ach so! Moment. Aber, hä? Warum? Wie ist das denn passiert? Warum ist die abgestürzt? Also ich habe die auf jeden Fall nur einmal mit der Granate, mit dem Raketenwerfer getroffen. Kameraden haben noch ein bisschen draufgehalten, aber auch nicht so viel. Die ist bestimmt da gegen den Berg geflogen oder so. Ich glaube, die ist abgestürzt einfach so. Na gut, mir soll es recht sein. Ich beschwere mich nicht. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Sie werden sie doch wohl nicht vermissen. Nein, das glaube ich nicht. Sagen Sie Jace, die Hintertür zu diesem Programm wird offen bleiben. Und Sie werden zurechtkommen? Das hoffe ich. Wir hatten Kontakt zum Forschungszentrum in der Whalers Bay. Die werden uns helfen können, zumindest fürs Erste. Also gehen wir dahin. Aber da ist diese Soldatin, Rosebud. Ich hatte das Vergnügen. Es gab Gerüchte, dass Herzog Rosebud entflohene Gefangene jagen lässt. Es war nicht offiziell, aber die machen das. Und jetzt hat sie allen Grund, uns zu verfolgen. Ich höre mich mal wegen Rosebud um. Fürs Erste tut ihr, was ihr könnt. Bleibt am Leben. Ja, ich sorge dafür, dass alle rauskommen. Dann machen wir uns auf den Weg. Viel Glück da draußen. Nice. Und jetzt noch mit Jace Geld sprechen? Jawohl, das dachte ich mir schon. Hey Jace, die Hintertür wird offen bleiben. Und die Leute? Naja, sie wurden zur Arbeit gezwungen. Die meisten entkamen. Die meisten? Und der Rest? Oh Gott. Das war's, oder? Wir haben alles. Nun, das war ein sehr kurzer Dialog. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr gerechnet. Aber jetzt haben wir alles, um das Steuerprogramm der KI zu hacken. Das Drohnensteuerprogramm zu hacken. Irgendwie KI, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir alles, wie er bereits gesagt hat. Und ja, wir können auch Jagd auf Rosebud machen zum Beispiel. Und mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal für ein paar Wochen vorproduziert. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch diese letzten 4-5 Folgen gefallen haben. Ich persönlich hatte mega viel Spaß, mehr als die ganzen Folgen davor. Und ja, dann freue ich mich über euer Abo, über euer Like. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.